Grüß euch von dem gerechten Innsbruck. Heute sind wir in der Falkstraße. Da ist eine 30er-Beschränkung. Ich habe eh gesehen, was in dieser Straße auch Sinn macht, weil da ist eine Schule, da sind Kinder. Es ist recht gefährlich, da passt es. Gestern war Verkehrsausschuss und da wollte die Ampluschi verschiedene Straßen zu einem 30er machen. Und zwar deswegen, weil ich bei einer der letzten Gemeinderäte wollte sie ganz Innsbruck auf 30 herunterdrosseln. Das ist nicht durchgegangen. Jetzt hat sie sich gedacht, ich mach's mit der Salamitaktik. Bei jedem Verkehrsausschuss 6, 7, 8 Straßen und da werde ich schon durchbringen. Und jetzt kommt es, Gott sei Dank, waren die Bürgerlichen so gescheit. Und die Bürgerlichen waren die FPÖ, die ÖVP und die 4 Innsbruck und haben praktisch diese ganzen 30er-Beschränkungen abgelehnt. Und das ist sehr, sehr erfreulich. Was aber weniger erfreulich war, ist, dass das in diesem Ausschuss geheim wäre. Und unmittelbar danach haben unsere grünen Freunde im Internet bereits gepostet, dass es abgelehnt wurde und haben diese bürgerlichen Parteien, noch einmal, FPÖ, ÖVP und 4 Innsbruck, als rechte Blockierer bezeichnet. Das heißt, da sieht man eigentlich das Demokratieverständnis der Frau Mobilitätsstadträtin und auch der Grünen, wenn bei einer normalen Abstimmung praktisch das nicht so rauskommt, wie sie es gern hatten, dann ist man sofort der Rechter. Und das ist eine Ungeheuerlichkeit. Und ihr Lakaie von der Frau Mobilitätsstadträtin, der Herr Baul, Namen darf ich nicht sagen, hat das auch dann als städtischer Bediensteter sofort ins Internet gestellt, was er überhaupt nicht dürfte, weil das ist streng geheim. Und ich habe es euch leider deswegen jetzt erzählt, weil seit gestern sowieso schon ganz Innsbruck war. Also man sieht, wie die Leute eigentlich mit der Demokratie umgehen. Und lieber Herr Bürgermeister Georg Willi, wie lange willst und kannst du dir diese Dame im Verkehrsressort noch leisten? Wir glauben, es ist für Sie und auch für dich langsam 5 nach 12. Macht es gut, Servus Innsbruck und Servus Tirol.